Hallihallo. Rechts und nach links, einmal rauf und runter. Das sind die allerersten Vorbereitungen hier. Kamera wackelt noch ein bisschen. Wir werden live auf Sendung gehen. Writing Bull und, schaut mal, das ist Jörg Langer. Jörg Langer, hallo. Oder wie ich mich neulich nenne, Jorek Langorion. Und was cool. Das soll, das werdet ihr bald erfahren. Ein echter Elfenkönig, wer hätte das gedacht. Aber die Ohren fehlen noch. Ja, daran können wir arbeiten oder die Ohren wachsen lassen. Mach was gemeinsam vor. Schaut mal im Hintergrund, da seht ihr Live-Talk, Jörg Langer und Writing Bull, Ostersonntag. Wir zwei beide, bei mir, Writing Bull Community unterwegs, 2 Stunden lang und bei dir auch. Bei uns auch. Gamers Global. Twitch. Ich bin ja das Twitch-Küken in dem Duo dann, weil wir das ja selten machen bei Gamers Global und freue mich umso mehr, mal von einem Profi gezeigt zu bekommen, wie es geht. Also in Sachen Charme hast du schon mal etliches drauf. Respekt, das ist sehr, sehr gut. Machen wir gemeinsam als gemeinsames Projekt für unsere beider Communities, also für die von Gamers Global und für meine, die Writing Bull Community, läuft auf Twitch, Ostersonntag 2 Stunden lang. Und wir quatschen worüber eigentlich, Jörg? Gott und die Welt, also dich und mich, oder? Ja, dich und mich. Also so ein bisschen über die Niedernisse, Hemmnisse, aber auch Chancen von normalem Spielejournalismus kontra modernem Spielejournalismus. Du kommst aus dem Radio, ich habe mich immer als Journalist in erster Linie gesehen und heutzutage laufe ich auf einmal mit Lederpanzer rum und habe lange Haare in einem Let's Play. Ja. Und diese kognitive Dissonanz zwischen diesen beiden Personas, die ist bestimmt auch mal für ein Publikum interessant auflösbar. Das finde ich auch. Finde ich auch deshalb persönlich sehr spannend, weil du jetzt anscheinend in Let's Plays so rumläufst wie ich in der Nacht durch die Straßen von Köln. Das alles am Ostersonntag, dann technisch auch ein bisschen sauberer und High-Level-mäßiger, mehr und vor allem mit euch. Mit euch als Live-Gästen auf Twitch. In den Chats könnt ihr mit uns diskutieren. Wir beantworten gerne Fragen. Und wenn ihr mit dummen Parolen und Äußerungen rüberkommt, wir können das locker noch kontern und eins draufsetzen. Das alles Ostersonntag ab 16 Uhr. Bis dann, Jörg. Bis dann.